Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. Ja. Das ging ja flott, ne? So. Dann hier haben wir eine schöne Aussicht auf das kleine Dörfchen. Goliath. Alter, das ist ja noch ein krasseres Schwert. Das ist eine Axt. Oh ne, sieht doch scheiße aus. Oh, was der Ragnar da hatte für ein Schwert, ey, dieses leuchte Ding. Alter, wie geil. Was war das? Klettern. Ja, das will ich bestimmt jetzt auch. Klettern. So, Heiler, Heiler. Bist du? Kaldrim, du, ein bisschen Wache. Nehmen. Nehmen. Was ist hier? Was ist denn? Was ist das denn hier für ein... Oh! Was ist das? Aber ist nichts passiert. Doch, ich krieg Leben ab. Ist das Lava oder heißes Wasser? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sagt später der Raklim hier ja. Hey. Kaldrim. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Ja. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Ja. Ja, danke Spiel. Was genau ist ein Heiler? Nachfragen. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig nicht los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Ja, danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Warum? Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Was ist der? Wovon redest du? Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Hä? Die Kunst, das Mana-Feld richtig ist... keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Was ist los mit dem Jungen, ey? Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens, hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Aha. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Boah, was hat eine Laberei in den ersten Zeit, wa? Ja, schafft ihr es, das mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert.
Manas nehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Das klingt gefährlich, ja, oder? Werdet ihr Mana nicht so verändern wie die Absonics? Das ist eine berechtigte Frage. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Aha. Du spürst das Mana. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, so dass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Aha. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Aha, ja. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit den Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Ja. Hat Kral das Elex gestohlen? Machen wir es weiter. Wofür braucht jemand das? Für alles Mögliche. Wir brauchen es zur Herstellung von Mana, der Quelle unserer Magie. Aber jemand anderes könnte damit wer weiß was anstellen. Mhm. Es ist nicht gerade wenig. Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber ganz schön, Entschuldigung. Nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Ja, komm, dann mache ich doch. Mal sehen, vielleicht höre ich ja etwas über Kral. Mal sehen. Vielleicht höre ich ja etwas über Kral. Nicht die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Aber nun, wenn du wieder erwarten, doch nach Kral Ausschau halten solltest. Kral hielt sich häufig auf dem großen Balkon oben im Haupthaus auf. Vielleicht findet man dort einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Ja. So. Jetzt haben wir eine Ware. Sicher. Sicher. Hast du Waffen? Nein. Hast du Ausrüstung? Nein. Brauche ich nicht. Tschüss. Tschüss, Kaldrim. Einmal schnell speichern, wa? Michael. Tag 1. Angabe speichern. Ja. Dieses Speichersymbol erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed. Ein bisschen diese ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wie diese Wetterheizung, wo man sich reinlegt und dann kommt man diese komische Wellen und so ein Scheiß an. Schon ein bisschen länger her bei mir. Ich habe nur den ersten und den zweiten, glaube ich, gespielt danach. Ist ein bisschen... 3 habe ich, glaube ich, auch gespielt. Meine ich. Und danach wurde es einfach nur scheiße. So, was ist das hier? Nehmen, verboten. Kann man hier hoch? Was regnet hier runter? Ach, cool. Ja. Ich glaube, ich bin reich, wa? Geil. Ja, schön. Suchst du was? Kisten verschwinden. Sind das Zwillinge? Keine Ahnung. Kisten verschwinden einfach. Schön. Ja, mache. Geh rückwärts. Respekt. Schön, dass du Respekt hast, mein Freund. So, dann wollen wir wieder runter. So, dann
Waren wir hier noch nicht? Da ist noch eine Heilpflanze. Oder ein Trollkraut. Keine Ahnung, was das alles hier. Ja. Ne? Hat der einen Namen gehabt? Ne, Berka. Wer bist du denn? Angriffen? Rüstschmied. Wer bist du? Krieger. Was seid ihr? Federvieh. Die sehen irgendwie krank aus, oder? Sieht ein bisschen crazy aus. Jo, dann... Was ist hier hinter für einer? Wahrscheinlich so ein Wache oder was? Ein Krieger. Schön. Hier ist wieder der schöne Wasserfall. Mhm. Da ist Nebel. Und groß ist das denn hier? Ist das Hakan? Hakon. Ich dachte schon Hakan. Klau hier ja nichts. Hey. Werka. Haben wir Federvieh? Gold brauchen, die kann ich nehmen. Ein Heiltrank. Ist ja nicht verboten. So, schön. Wiesenkraut. Waren wir da schon? Das ist ja voll... Ist ja riesengroß hier, da, das... komische Gedöns hier. Oder? Hier waren wir schon, ne? Da unten. Ja klar, da war ja der Angriff da vorne. Hier, da war, hier waren wir schon. Okay. Dann haben wir das. Uff, wie ist das denn? Ach so, das ist Schleuse zum Öffnen und zum Zumachen. Ja, schön. Ist wahrscheinlich. Ah, das ist bestimmt so eine Art Falle, wa? Oder irgendwie so. Wenn man das hier überfallen will, dann kappt man das Seil. Wasser kommt hier hoch und irgendwann ist die Kraft so stark, dass das einfach hier runter schwemmt und die erste Welle überschwemmt. Oh, nicht verkehrt. Intelligent gemacht, mein Freund. So, was haben wir hier? Wiesenkraut, ja. Nehmen wir mit. Dann reden wir mal hier mit dem Rüstungsschmied. Finger weg von meiner Schmiede. Hey. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Ja. So. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Ah, okay. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Aha. Sehr interessant. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja. Das glaube ich dir sofort. Yo, 5000. Ja, wir sind ein bisschen dünn teuer, ne? Kann man hier noch irgendwie was kaufen? Jägerhelm. 500, Alter. Sieht aus wie so ein Rockefeller oder was?
Werksrüstung, Paradestärke. Ach, eine Werkerrüstung. Ja, Jägerrüstung. Die ist nur um 12 Rüstung besser. Mal gucken, vielleicht können wir mal ein bisschen was verkaufen, um auf, wie viel müssen wir kommen? 500 Credits zu kommen. Habe ich die überhaupt schon an die Jägerrüstung? Ja. Ich glaube fast eigentlich nicht, dass wir auf irgendwie da drauf kommen. Elektronische Eisenteile sind vielseitig verwendbar. Wer kein Handwerk das dann besitzt, kann sie auch einfach verkaufen. Ja, das sind zum Beispiel 40. Klopapier klebt ziemlich stark. Ach, Klebeband. Metallschrott. Kann noch was zum Basteln. Das wären 120. Goldbrocken. Interessant für Handwerker. Eisenessenz. Kann man Schmied gut gebrauchen. Ja, wir können ja eh noch nichts herstellen. Sie ist kaputt. Ja, verkaufen wir ihn schon mal. Guter Becher. Man kann daraus trinken oder ihn verkaufen. Ein Abkunster. Kaum verkaufen. Könnte wertvoll sein. Eine Schatulle. Verkaufen. Rauch aber erfüllt seinen Zweck. Komm, verkaufen. Komm. Zwei behalten wir. Zigarette stinkt und schmeckt fürchterlich. Trotzdem will sie jeder haben, also verkaufen. Komm, da machen wir auch ein paar von. Schrotpatrone brauchen wir noch. Komm, einen Becher und einen davon. So. Ein Magazin mit Propagandamaterial der Kleriker. Verkaufen. Verkaufen. Hammer. Dietrich brauchen wir noch. Goldbrocken. Knochen. Verkaufen. Reines Alex. Dauer. Die reine Form des Alex kannst du diese diversen Derivaten umgewandelt oder direkt konsumiert werden. Wiesenkraut. Ja, das brauchen wir, glaube ich. Die Kräuter können wir nochmal alle gebrauchen und dazu fressen, ne? Ich sage ein bisschen Metallschrott. So, 4 Stück. Und kaufen wir dafür die Werkerrüstung. So, Handel akzeptieren. Und Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, mit Technik. Ah, hä, wir sind ein neues Level. Kam das denn? Stufe 3, wann haben wir das denn geschafft? Ja, dann machen wir noch ein bisschen Konzession, ne? So. Bisschen Stärke und das rein und Gerissenheit gibt dann soziale Kompetenzen wieder. Machen wir auch noch mal einen rein. So, X übernehmen. Haben wir 2 Lernpunkte, aber keine Kohle mehr. Ist das scheiße, dass das Lernen, dass es Kohle kostet überall. Überall Kohle. Außer hier. Schaltet Gildenlehrer frei. Zusätzlich Überstand gegen Gift. Neue Rüstung beim Gildenhändler. Schaltet die Fähigkeit frei, magische Waffen zu verbessern. Zugang zu magischen Kräften. Auch zusätzlich Überstand gegen Strahlung. Neue Ausrüstung. Schaltet Fähigkeiten frei, mechanische Waffen zu verbessern. Kein XP-Malus mehr auf Stims. Keine Ahnung. Mehr Stims gleichzeitig ersetzbar. Verstehe ich nicht. Kleriker. Widerstand gegen Feuer, Ausrüstung bei Gildhändler, schalte Fähigkeit frei, Energiewaffen zu verbessern, Zugang zu psionischen Kräften. Ja, ne? Mhm.
Ich muss mich mal bekrapfen. Da kostet ja alles hier richtig viel Kohle, ey. Was soll denn die Scheiße? Ich kann doch nicht für alles so viel Kohle und so ein Scheiß. Hier. Intelligenz 50. Gerissenheit 30. Was ist denn da für eine Scheiße hier? Kann ich überhaupt irgendwas schon mal machen? Nee, ne? Überall nur rot. Leck mich doch am Arsch. Da. Tiefer. Da. Geschicklichkeit. Ja. Granaten. Jetpack-Angriff. Gibt die Möglichkeit, einen speziellen Nahkampfangriff mit dem Jetpack auszuführen. Ja. Oh Mann, ich hasse den Husten. Ich glaub's nicht, ey. Werksrüstung. Komm, anziehen. Jägerhose. Haben wir die jetzt auch angezogen? Ach. Ach, hier dieses... Ach, komm unten. Nix. Hot an. Oh. Nacken. Du Stirnnacken. Mhm. Neue Mission. Wohlfrei. Ach komm, sieht schon ein bisschen cooler aus. So, wer bist du? Waffenhändler. Du bist in Ordnung. Hä? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Was ist denn? Och, scheiße. 350, eine Zwinge. Hat auch nur einen Schaden mehr, das ist jetzt ja auch nicht so, ne? So ein Kriegsschwert, 1200. Ja. Da müssen wir wohl alles besser noch ein bisschen finden, ne? Meine Rüstung ist nicht verkehrt gewesen, weil wir haben ja ganz schön eingesteckt, allein schon bei so Kackratten. Alter, ich will wieder kämpfen, ich will wieder raus. So, was bist du für einer? Ein Werker. Wie groß ist das denn einfach hier? Da geht das auch nochmal lang. Ey, das ich doch. Hier gibt's immer noch ein... Das ist so groß hier, hier gibt's sogar noch extra einen Teleporter. Anleitung. Werker. Kann man mit dir reden? Bestimmt. Rüstung. Ach, mit dir haben wir doch gerade schon geredet. Werkbank benutzen. Hier kannst du besondere Steine einsetzen. Oh, Entschuldigung. Bin ich gegen, weiß nicht, ob man uns hört. Ich glaube aber nicht. Ich bin gegen Mikrofonständer gelaufen. getreten. So. Hier kannst du besondere Steine einsetzen und mit der entsprechenden Fähigkeit und einem richtigen Rezept Waffen modifizieren. Tränke brauchen oder Spuck herstellen. Was ist das denn? Eine kybernetische Technologie, die unter der Haut des Unterarms implantiert wird. Wird zur Datenspeicherung und Steuerung von Maschinen verwendet. Und den kann ich jetzt... Verstehe nicht. Zurück. Wex. Ja, hier, zurück. Setzer. Ach, hier kann man... Ah, hier kann man ihn erhöhen. Scheiße. Ja, das kann ich doch auch nicht wissen, oder? Das ist hier, Munition. Ach, da war noch mehr. Da oben. Ein Reiter. Ring der Geschicklichkeit. Flügel. Mhm. Ja. Schön. Das ist also die Schmiede. Ich glaube, hier geht es nach draußen, so wie das ausschaut. Ja, und da vorne ist wieder so ein komischer... Gucken, ob wir den besiegen können. Erstmal speichern, ne? Auf den guten alten Michael. Speichern. Hey, Michael. Hauen wir den mal auf die Fresse. Steck die Waffe ein. Ja. Schwacher Crit. Ich bin so schwach. Erfahrung. Ja, das war ja... Easy.
Oh, ich finde das so scheiße, dass das oben rechts so ein verkacktes, ne? Radar ist. Verstehe ich, wie man so schlecht ein Radar machen kann. Hätte man gleich weglassen können. Schon so einen Scheiß macht. Nicht mal. Hä? Ich kann die Fackel nehmen. Dann hier eine Magnesiumfackel. Danke. Sehr aufmerksam. Was ist das für ein pinkes Ding? Ach, ein Teleporter. Okay. Das Grüne ist wahrscheinlich hier der Rüstungsschmied, der grüne Punkt. Ja, wo geht das hier oben hin? Noch mehr zum Quatschen. Ne, ne. Hä? Wird hier nach draußen. Hä? Sind wir jetzt draußen oder was? Scheint fast so, ne? Oder? Stehe ich noch nicht so ganz. Da ist ein Lagerfeuer. Sind wir jetzt draußen oder sind wir nicht draußen? Oh Gott! Alter, hab ich mich verjagt! Alter! Boah. Alter! Boah, mein Herz, ey! Was ist das eine Scheiße! Mit einem Schlag tot! Spasti! Warte mal, können wir noch zurück... zurück... fortsetzen. Mangel an erkunden, ja. Ach, schade. Ach, ja. Kluge Entscheidung. Komm, geh nach Hause. So, komm mal her. Ach, eigentlich war's süß, ne? Ach, so ein Bogen ist eigentlich voll geil, ey. Obwohl Schwert auch voll geil ist. Ah, oh, das ist ja geil. Guck mal, man sieht genau, wie viel Pfeile man im Köcher noch hat. Geil ein. So, da gehe ich nicht mehr hin. Ha? Da hab ich mich verjagt, ey. So mal ohne Scheiß. Gott sei Dank hab ich... was ist denn hier los? Voll die Plage? Kaputt machen? Nee. Alter, was ist denn hier los? Das ist denn auch hier komplett schräg. Guck mal, hier hätten wir nur noch einen. Hier, Hakon. Moin, was geht? Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Jo. Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da... Du redest von Völkermord? Kann ich nur zustimmen? Du redest von Völkermord. Du redest von Völkermord? So eine dumme Frage. Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Wieso hasst du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unsereins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei.
Ja. Ja. Kostet einmal alles Geld. Aber habe ich keinen Bock auf dich. So. Hä? Ach, Blätter. Ich dachte schon, was fliegt hier durch den Bildschirm. Ja. Dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Denn ich muss das ja noch ein bisschen cutten, ein bisschen schneiden. Und dann auch hochladen, damit die Folge auch ein bisschen fix hochgeht, wa? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Entschuldigung, da kommt ja mal ein Husten hoch. Wollte ich eigentlich nicht, aber wer bist du denn? Keine Zeit. Ja, ist ja in Ordnung. Würde ich sagen, haben wir jetzt schon diesen komischen Ragnar hier gefunden? Ne, ne? Suchen wir in der nächsten Folge Ragnarim oder Ragnim oder wie der heißt. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssikowski. Schön. Oder nicht?